Nach einem wirklich beeindruckenden Winter in Namibia genießen wir den Frühling an der Côte d'Azur. Picasso, Chagall, Matisse, das Dorf der Künstler. Willkommen im Grand Sud. Wir freuen uns schon. Bis gleich. Gassen. Provençal, romantisch, schön. Kunst, Kunst, Kunst. Kommt die Fritzi. Die musste mal eben unser Parkticket verlängern. Wir sind jetzt schon 3 Stunden hier. Und ja, da gibt es Stahlbleche auf. Die sieht schon ziemlich groggy aus. Aber gleich gibt es ja was Leckeres zu essen. Bussi! Bussi! So, jetzt sind wir 2 Stunden hier rumgelaufen, haben uns die Füße leichtlich wund gescheuert und wollten uns jetzt dringlich was zum Essen suchen, aber. Der Fried muss sich, glaube ich, noch ein bisschen über sein Pferd aufregen. Das ist eins der Hauptdenkmäler hier im Ort. Das ist ein Pferd. Jetzt achtet drauf. Das ist aus Hufeisen nachgebildet. Wie langweilig ist das? Das wäre so, als wenn man später mal ein Denkmal für Rosi Mittermeier aus Skischuhen bildet. Ich finde das
sowas von uninspiriert. Ich muss das einfach mal sagen. Man muss ja auch bei Gran Sundbar kritisch sein. Das ist genauso, vor einem Jahr waren wir in Hamburg, da komme ich um die Ecke. Da steht dort die neue Oper, von allen gelobt und gesungen. Wie langweilig geht das? Wie kann man in der heutigen Zeit noch ein Gebäude errichten mit dem Schiffs- oder Dampfermotiv an der See? Das ist ja sowas von uninspiriert. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich der Einzige in Deutschland, aber ich will das einfach mal sagen. Und das hier, ich finde das ist für mich Kunstakademie erste Klasse. Danke, wir gehen jetzt essen und ja, vielleicht bin ich ja auch schon etwas unterzuckert. Und was hast du uns da Schönes bestellt? Was ist das? Das sieht mir nach frittierten Meeresfrüchten aus. Sehr lecker. Ja, dann hau mal rein. Mach ich doch. Also, und empfehlenswert der Ort? Der Ort schon sagen, ist oder? Sehr Anreise. Empfehlenswert, ja. Ist eine Reise wert, ja. Von Nizza 10 Minuten, von Cannes auch, wenn man mit dem Flieger anreist. Ungefähr, ja. Ja. Super. Viel Kunst. Erstaunlich viel Kunst, ja. Und ganz neue Galerien, das muss sich richtig lohnen hier. Ganz tolle Sachen. Super, dann wünsche ich mir einen guten Hunger. Ich greife jetzt auch zu. Danke. Dann schauen wir mal, was die Hauptspeise uns bringt. Filet von der Dorade. Lamm der Provence, das sieht ja super aus. Ein wunderschöner Tag im Südosten der Provence. Da fällt uns der Abschied von Namibia nicht ganz so schwer. Bestes Wetter, tolle Location. Wie gesagt, Saint-Paul-de-Vence, absolut eine Reise wert. Ich brauche jetzt zum Essen schon eine Brille, soweit jetzt das gekommen. Mann. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Wo und womit, weiß ich noch nicht. Überraschung. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Und ich sag mal wie immer, ciao.